Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Forza Horizon 4, heute wieder in einem Multiplayer-Format. Wie ihr sehen könnt, stehen hier wieder viele kleine, süße und alte Autos, denn wir spielen heute CVR in der 90s Edition. Das geht natürlich schlecht alleine, deswegen ist heute mit dabei der Kravitz, der JK, der Justin, Rufus und Newton Racer, Nunix, Aaron, Nukle Seele, Jan Gaming und Martin. Grüßt euch! Hallo! Hallo! Was geht? Hallo! Ja. Und da das jetzt mit einer der letzten Ausgaben bei mir auf dem Kanal ist, in FA4, weil kommt ja dann jetzt, wenn die Folge kommt nächste Woche, ist ja dann auch FA5 schon, müsste ja da schon draußen sein. Und dann geht's dann übernächste Woche los mit den ersten FA5-Aufnahmen wahrscheinlich. Und deswegen wird es dann erstmal eine kurze Pause bei mir geben, weil weiterhin wird aber bei nur 24 Stunden Racer wahrscheinlich auf dem Kanal, denke ich mal, oder? Ja, geht's noch bei dir weiter? Einiges. Bei denen geht's noch weiter, also wer Interesse hat, kann da gerne vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht mehr so viel Zeit und gehen direkt in die Racer-Runde. Bei mir zumindest. In den Racer-Untergrund-Darknet-Bunker. Genau, dann beam uns runter. Nur 24 Stunden Racer. So, da bin ich, oder sind wir, jetzt in den Racer-Autos. Wir haben mit dabei eine Supra MK4, einen Mazda Miata, dann ein Golf 2 GTI, müsste 16 vor ganz normal sein, und ein Golf 3 mit VR6 und ein Diablo da hinten. SV. SV, okay. Ja, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Mein Miata will unbedingt los und ich gehe los. Los! 26 Minuten laufen. Lass ich dich rausfahren, Marvin. Oh, Straßenbahn. Geringfahrt in einer Straßenbahn. Können sich kein Lamborghini leisten. Und ich hab da sich. Zum Glück die Rennreifen drauf. Komm, mach mal jetzt beim Losfahren direkt. Straßenreifen. Heilige, was hat die Straßenbahn gerade gemacht? Ein U-Turn. Das Schöne ist. Hat auf einmal die Straßenseite gewechselt. Das Schöne an meinem Miata ist halt, ich habe keinen Turbombau, heißt ich habe einen Sauger, der super flink in den Gassen ist hier. Happy, ich habe nur 5 Gänge. Ich habe einen Kompressor oder so drauf gebaut. Ich habe nur einen Turbo, der über 300 fährt. Dein Turbo fährt 300, das ist ja interessant. der Turbo überholt dich noch. Ja, also der auf Dauer tut er mal. Mein Lambo schafft 280. Auf der Autobahn. Ich glaube, ich könnte das Turbo noch mal ein bisschen schneller fahren. Ich werde nur Autobahn fahren, ich sag's euch, weil. Nee, machst du nicht bitte. Stadt. Nein, du heißt nicht Nico. Lass es bitte. Okay, ich hätte gerade fast eine Hausfahrt mitgenommen. Ich fast so ein kleines Gefährt. Das kleine hat mein Auto mitgenommen. By the way, die Kopfdriften seit minus 20 Sekunden los. Ah, okay, dann warte ich hier mal kurz. Ah, oh, chillig. Das Ding. Wollte ich eigentlich nicht. Weil seit. Aber nee. Dürfen in minus 20 Sekunden los, so müsste es eigentlich jetzt heißen. Naja, ich hab verkackt. Gut. Alles gut. Wir haben es kapiert, was man meinst. Sehr cool. Laufen ist nach Bangkok, aber es schaut halt ganz gut aus. Also, ich hab das coolste Auto hier. Ich hab das kleinste Auto. Weil ich hab doch schon das ich hab das Kultauto. Ich hab ein Miata, das coolste Lambo. Mit für Miata! No! Super. Nein! Die Golf sind cooler. Ist so. Wir hätten heute eigentlich alle als VW heute hier auftauchen müssen. So zwei Golf 3. Nein, wir hätten einfach alle mit der Supra ankommen müssen. Ist das wäre ehrenlos ist gewesen. Hm? Die Supra ist schon sehr, sehr stark in der Klasse. Autobahn. Ich muss jetzt aber auch mal die Autobahn einfach durch. Hämmern einmal muss schon sein. Ja, das mach ich auch mal mit dem Lambo. Weil ich hab nur 300 kW, ich bin sau langsam. Ja, ja, so. Ah, ich hab 240. Bitte alle. Ich hab um die 400. Ich hab ein Schiff. Hallo. Ist der das Supra? Boah, Alter, wie du es gesagt hast, erst mal nach hinten geguckt, ob du hinter mir bist. Ah, ich hab den Kopf hinter mir. Und ich hab den. Wenn der Kopf einen Bullenfänger hat, das ist der Präsident, dann müsst ihr richtig aufpassen. Ah, jetzt ja, danke. Dankeschön, da kam mir ein Crown Victoria mit Bullenfänger entgegen. Oh. Autobahn, also so Flugzeug-Autobahn. War jetzt die Autobahn drauf. Ich habe auch Glück. Achtung,
Lambo dreht wieder um, da ist ein Kopf. Ich bin am Strand. Oh, hinter dir ist auch ein Kopf. Der hat fast mir. Es war ein Kopf vor dir und es war einer hinter dir. Und der vor mir hat einen fetten U-Turn gezogen, der weil der hinter dir nicht gesehen hat. Papa. Toll. Ich glaube, ich bin entkommen. Bei mir sieht es auch nicht so schlecht aus. Ich habe eine Verfolgung. Südlich runter, dann verzeih, wo bist du? Dann kommen die wahrscheinlich nach hinten. Parallel, also an dem Dreieck in der Stadt. Also ich bin jetzt hier bei dem Teleportationshaus. Der 2-Millionen-Villa. Ich bin Strand. Ist schön. Will auf der Richtung Straßenseite bleiben und so nochmal als Anmerkung. Natürlich doch. Will an den Diablos ist arg aufgefallen. Hast du mich arg gesehen? Nee, gar nicht. Ich hab gar nicht gemerkt, dass da irgendjemand war. LOL. Das wirkt auf der Befahrung gerade. Kleiner. Weil die eine Cronwick. Ist gerade wer auf dem Pissweg? Ja, ich komme gerade vom Gedächtnis. Auf der richtigen Seite bleiben dann. Ja, ich fahr sogar nicht schnell. Na, auch die Schikane richtig langsam fahren, genau. Ja, ich fahr hier allgemein gerade nur mit 70. Höchstens 80. Schön dreht er die Grenze. Ich bin meine Kopf losgeworden mit Miata. Wie noch eine Bahn zu sonst an die Grenze. Dann gab's schon viele. Du bist mal Action hier. Ja gut, jetzt gab es doch einige Sichtungen, aber noch keine. Ich meine nicht mehr eine Verfolgung. Doch, ich hatte eine Verfolgung, aber wir sind losgeworden. Ja, ich auch. Keine ich hatte auch eine Verfolgung, bin ich aber losgeworden. Ich habe schon Schaden bekommen. Also. Okay. Was kannst du überhaupt mit deinem Miata? Warum hat mein Miata eigentlich einen Sechsgang? Ja, warum hat mein Lamborghini keinen? Du hast mir geklaut. Da ist ein Impala vor mir und der Telefassist ist aus dem Referieren. Ich fahr jetzt mal die Autobahn runter, mal schnell gucken, wie schnell der Miata kommt. Vielleicht 2,30 mal. Dann KW eigentlich ziemlich langsam. Nur die Crown Vic mit Bullenfänger ist der Presi. Ja, und dann Impala. Ja, die haben sind keine Presis. Es gibt das Tuning von Ray und die haben keinen Bullenfänger. Wenn ja, das außer richtige Tuning genommen haben. Außer die Impala. Die hatten einen Bullenfänger, aber dann durch weniger Leistung, ja. Dann konnte man sich das aussuchen. Ja. Also die beiden hier hatten keinen, habe ich so gesehen. Ich glaube, die meisten gehen eher für Leistung. So 50 packe ich mit dem Miata. Ich schaffe so 70. Das war ich im vierten Gang. Ich glaube, ich habe jemanden hinter mir. Oh, nö. Wo? Autobahn. Flugplatz auffahrten. Ich habe jemanden auf Frontal. Also der hat einen Frontal in den Baum reingeknutschen lassen. Und selbst überhaupt keinen Schaden bekommen. So, ich glaube, ich fahre mal richtig. 40%, das muss ich in der Stadt romantisch. Was fährst du nochmal? Ist er das Flugplan? Wo bist du, wenn du gewesen? Bei der Berg und Vorderwahl. Supra, warst du gerade hier beim Leuchtturm in der Nähe? Ich war auf dem Bauernhof. Ich fahr gerade Richtung Autobahn. Der Golf ist ein bisschen dunkel, oder? Ich mag Schwarz-Wasser. Ist auch nichts dagegen, ne? Und du bist ein bisschen sehr tief. Ich verfolge meine BMW, mal schauen, ob er in die Werkstatt fährt. In die Werkstatt? Niemals! Ja, da steht doch BMW, bring mich Werkstatt! Wo bist du? Wo kann man dich T-bone? Oh, hallo. Ist der Miata? Ende Golf Mann, 3. Kann man den Forza 50 Klappscheinwerfer hohen runterfahren lassen? Ja, ich glaube schon. Ich will hoffen. Das wäre jetzt eigentlich perfekte Zeit, um den Klappscheinwerfer hohen runterzufahren. Nein, das ist doch unfair. Die haben alle eine Abkürzung genommen. Ich bin extra einen Haken gefahren, da haben die alle eine Abkürzung genommen und jetzt alle hinter mir wieder richtig nah dran. Ich habe da schon Abstand aufgebaut. Und ich habe Chicken Nuggets. Und da fliegt ein Auto durch die Luft. Ey, yo, du fährst mir jetzt hinten mit rein. Is that a Supra? Is that a fucking Supra? Is that a Supra?
Ne, vor mir ist eine fucking Supra. What the fuck, vor uns? Das war doch rückwärtsgegangen. Kannst du fahren? Wollt mich. Eine richtig tiefe ohne. Aber ich hab Fetch eingeschlagen. Scheiße. Geil. Warte. Ey, ich. Hallo, schneller, du Hurensohn. Oh, Junge. Das komm ich erstaunlich gut weg. Ja, sorry, ich hatte gerade einen BMW. Oh, vor der Kalle. Da kann man gleich der Kalle, der Idiot. Idiot. Ich bin schneller als du. Oh, das war der Rückwärtsgang. So, ja, komm schon, Lambo, du kannst ja wohl noch eine Supra abziehen. Komm näher. Alter, guck mal, Miata ist voll das Brett auf der Straße. Ich komm näher. Sechster Gang. Fünfter Gang. Das ist doch knapp. Bitte dreht dein Begrenzer. Wo seid ihr denn? Bremse. Alter, ich hab Verfolgung. Dann haben wir wo denn? Vier Leute auf der Hauptstraße. Ciao. Okay, komm mal Golf. Komm mal mit. Fahr mal in die Stadt. Also ich hab gerade ein Rennen mit der Supra gemacht. What the heck? Bist du nicht aufgefahren? Hä? Ich dachte, es wäre ein normaler. Wie viel hast du drauf? Hä? Ripper. Hä? Wie viel hattest du drauf? Bei 80. Bei 72. Oh, ich glaube, ich häng die gerade ab. Ja, ich kam ran. Unterschätzt den Lambo nicht. Ich glaube, ich hab's ja. Bringen können. Alter Schwede. Hast du die Sportreifen drauf, oder? Ja. Ja, okay. Ich war überlegen, die Straßenreifen. Wisst ihr, wie geil das ist, wenn ihr einfach im sechsten Gang fahrt und ihr einfach trotzdem an das Vollgas fahren könnt? Tschüss, Leute. Tschüss. Immer diese Leute mit dem sechsten Gang, die angeben müssen. Ja, und die im sechsten Gang aus dem Kurven voll fahren können. Ich bin sie losgeworden. Was war dir? Wo bist du sie losgeworden? Noch 15 Minuten. Aber das haben sie nie gesehen. Mit oder ohne Overtime? Wo seid ihr in der Stadt? Ja, ohne. Also 15 Minuten ist Overtime. Was? 5 Minuten? 15. Achso. Das heißt, wir haben 15 Minuten. Ich bin jetzt gerade an den Kreisen. Es sind nur 20 Minuten. Das wisst ihr. Also, wenn wir schon 10 überlebt haben, sind es noch 10 Minuten bis zur Overtime. Warum wir 25? Wow! 20 Minuten? Hilfe! Ich hab den Bresi! Ja! Ich hab den Bresi! Miata, komm, Kurven, ab in die City! In die City! Also, haben die ihre Kälte-Feindgefühle in den Händen? Oh! Da kam gerade ein Jahr hin. Oh, hinter mir muss irgendwo im Kopf sein. Aber hätte mich der eine. Ich fahr mal Berggrundstrecke ein bisschen mit dem Diablo. Ja, hatte ich auch vor, dann kam mir ein Diablo entgegen. Ja, da war der Bresi. Ist der Bresi eigentlich immer noch hinter mir? Keine Ahnung. Hallo. wie ich dich da gesehen habe, bin ich auch direkt abgebogen. Oh Gott! Vor mir ist auf einmal in dem Impala gewesen. Ich fahr grad Castleview Straße runter. Das war was jetzt? Dieses kleine Struggle. I had a struggle. I had a stroke. Ey, weißt du, ich bleib so an der Kreuzung so halb stehen, guck, ob jemand hinter mir ist, aber immer crasht vor mir einfach einen Impala in die Mauer. Ey, warte mal ganz kurz, ich glaube, das ist für mich fast eine Premiere, dass ich eine Verfolgung mit Schaden hatte und der trotzdem noch losgeworden bin, weil das habe ich glaube noch nie geschafft. Das ist real. Ich fall so wie der Grundstück. Das freut mich so. Alter. Ah, ist ja geil, ist der Lambo geil. Wolf geil. Alter. Wir sind driften. Voll langweilig, wo sind die ganzen Cops? Ich hab einen, ich bin gerade in der im Bumerang-Kreuzung. Der Blitzerzone. Scheiße! Ich glaub, du hast jetzt gleich noch einen Cop mehr. Warum? Ich hab ihn outplayed am nördlichen Kreisel. Dauert ein bisschen, bis er da ist. Du fragst, das war sehr knapp, oder? Oh, ich hab dich gar nicht gesehen. Ja, da kam so ein Supra von der anderen Seite. Sehr unauffällig, mein Auto. Hab ich echt nicht gesehen. Tarn. Muster. Lila. Oh, ich dachte, ich könnte meinen Front ausweichen. Oh, Alter. Der Groundbreaker, was ist das? Da kam gerade irgendwas über die Kuppel, zum Glück ist es geghostet.
dann ist noch keiner von uns raus, oder? Ja, nö. Entspanntes Ding. Ich hab Schaden, wenn ich nochmal eine Verfolgung krieg, weiß ich nicht, ob ich die los werde. Dann können wir nochmal so einen Treffer reinmachen. Dann komme ich wie letzte Woche, nehme die Cops wieder raus. Wo ist die Verfolgung? Irgendwo. Oh fuck, oben am Viereck, am Castle bin ich grad. Mit wie vielen Leuten an dir dran? Wo? Bei, okay. Aber ich habe auch den Presi an mir dran. Nicht so schön, Akku, Fatso. Einfach ganz, ganz viele rechts, links fahren. Also die haben ach echt, gerade mal, ich einen Miata mache, ich kann eh nichts anderes machen. Ich fahre fucking Miata. Wollt ihr helfen? Mit Leistung hast du dann? 230 kW. Ja, noch weniger als ich. Und ich fahre einen Sauger. Was ein Hiss, ich hab BMW. Ja, du hast immer Reifen. Soll ich dir helfen etwa? Wenn du magst. Ich bin gerade parallel zur Kaststraße runter. Okay. Also unten am Bahnhof jetzt. Ich könnte dir anbieten, über den mittleren Kreuzung jetzt zu fahren, mittleren Kreis jetzt runter zu fahren in die Stadt. Ja, mach mal. Also zieht so nach rechts. Oh geil, jetzt bin ich hinter dem einen Kopf. Oh, richtig fest. Ich helfe mir die anderen Cops. Also ja, ich bin auf dem Weg Richtung Castle. Ich hab alles an mir, alles. Ja, wo bist du? Wo bist du? Jetzt Castlefield Road, diese an der Kirche, darunter die Ecke. Ja, ich versuche irgendwie zu dir zu kommen. Und dann fahre ich die komische Ecke hoch, wo du runterspringen kannst am Castle. Hä? Ja, an dem Dreieck. Fahr ich wieder hoch. Ich bin bei den Kirschen. Ja, da fahr ich dann raus, die Kirschblüten. Und dann ins komische Dreieck, ja. Ja, ich bin gerade im Dreieck schon. Ich fahr jetzt Kirschblüten Richtung Mittlerer. Kreise. Ah, hi. Du hast gar keinen mehr. Doch, guck mal jetzt. Idioten. Hä? Hat er mich gar nicht gesehen? Was ist mit dem los? Reichen noch 200. Miata for the win! Ich hab aufgezogen! Ich fahr mal von Villa zu Castleview und hoffe, dass da keine Cops spawnen. Oh Junge, ich hab mich was mit Miata überschlagen. Ja, das ist definitiv tot. Und ich hab grad einen Crown Pick an den ausgeschaltet. Ich hab den Präsidenten ausgeschaltet. Wo bist du denn? Ich bin mittleren Kreise. No, nein! Meine Lenkung 0,5% Schaden. Nicht, dass der Präsident sich an überleben. Der Villa zurücksetzt, weil dann kommt ja. Ihm mir gleich entgegen. Warte, geh zu Fellermann, ja, da hinten zurück. Sofort. Warum? Ich komm mit einem Kopf. Ich komm mit mehreren Kopf. Ich. Von wo? Von Castleview. Zur Villa hin. Ja. Okay. Dankeschön für die Info. Also ich fahr grad den Lambo. Jetzt vor mir ist gerade eine. Die Autobahn hoch und jetzt okay, danke. Wie hoch? Richtung Norden oder was? Flugplatz bin ich jetzt nicht. Wir treffen uns alle gleich. Hallo, da kommen ein paar Cops. By the way, tschüss. Oh Gott, ich hab auch wieder einen Kopf. Ja. Wow. Viel Spaß hier, super. Was machen die eigentlich? Das haben so drei Verfolgungen, hä? Ich glaube, mich haben die eh schon wieder verloren. Ich bin wieder in der Verfolgung. Wo bist du? Warum bin ich? Ich bin auf der Hauptstraße, gerade in die Stadt rein vom Nördlichen Kreisel, aber bin schneller als der Kopf im Miata. Der hat mich im Kopf fast einen Teil weggenommen. Ja, ich hab da sogar noch ein paar auf. Dreht um, scheiße. 3 Minuten, glaube ich, noch. Also, Zeit bei 20 Uhr, nicht 25. Nico. Hä? Die Zeit war jetzt 20 Minuten 25. Das Overtime. 20 Minuten 26, oder? Ja, 26, eine Minute Wegfahrtzeit, 20 Minuten Spielzeit und 5 Minuten Overtime. Na, okay. Genau. Gut, ich glaube, ich habe die Kopf verloren. Oh Gott, ist der schnell. Wie lange ja, ist das denn? Genau. Soll ich noch jemandem helfen? Ja, wäre schön. Ja, Alter, ich. Oh, ja, wieder. Ja, wo soll ich denn? Richtung Mittag 30.
Von mittlerer Kreise. Alter. Reifbaum. Und ich sind die verzweifelt. Ich fahr Richtung nördlicher. Nördlichen Kreis, gut, ich komm da auch mal hin. Versuch so schnell zu sein, wie ich. Wirft jetzt sein Heck einfach vor mir, was ist das? Was ist das? Ah, shit! Ja, ich glaube, ich bin gerade hinter der großen Karte. Wo seid ihr jetzt? Ist so. Ich hab gar keinen Bock mehr auf eine andere Verfolgung. Hallo, wo seid ihr? Jungs. Nördlicher Kreise. Nördlicher Kreise. Aha, wo nördliche Kreise? Jetzt! Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Nein! Ich hab Augenkopf gehabt. Oh nee, 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 nee. Deswegen. Oh nee! Ich glaube, ich will jetzt meine Verfolgung aber los. Ja, danke, Jungs. Dann hau ab jetzt. So. 1:30 noch. Oh Junge. Oh, Junge, der Miata einfach. So, ich komme jetzt Richtung nördlichen Kreise von Stadt aus. Ja, ja, kommst du dir genau entgegen. Ja, perfekt. Wenn ihr keine Verfolgung habt, schaut mal, dass ihr keine Verfolgung habt. Ja, nee, komm hier, mach ernst. Ich mache ernst, helft wir wollen dominieren. Und das so riskierst du nur festen zu werden. Ja, eine Person verloren ist mega chillig. Eine ist schon draußen. Ja, ich schon. Ja, ich bin auch raus. Weisen raus. Jetzt willst du keine Verfolgung mehr haben, oder? Ja, ich hab jetzt eine Verfolgung. Wo? Er festgesetzt wurde, Richtung mittlerer Kreise. Wie lang ist dann noch? 50 Sekunden. Mein Name kann. Aaron, du bist ja draußen. Ja, ist richtig. Ja. Dann kannst du ja sagen, wenn jemand frei wäre, wenn es dann vorbei ist. Also, wir haben jetzt zwei raus. Eine raus, eine Verfolgung, glaube ich. Aaron ist raus. Mit, was war Aaron? Die Supra, ne? Supra. Wo seid ihr gerade? Also Crapper ist auf Richtung Flugplatz. Wie lang ist denn noch? Wirklich jetzt? 20 Sekunden. Oh Gott, ich hab ja den Bre. Oh. Hilfe! Ich hab den Kebresi hinter mir. Auf der Autobahn. Oh Gott, ist der schnell. Der ist viel schneller als mein Miata. Ach. Ach wirklich, was? 6, 5, 4, oh Junge, das war jetzt 3, ein krasser Move. 2, 1, okay, fertig. Oh, du bist hinter mir. Ja, warte mal, wir müssen also noch kurz warten, da vorne sind nämlich noch Cops. Ist auf jeden Fall safe. Oh Gott, wirklich? Ja, da vorne sind noch Cops, deswegen ja. Ich... Nico, oh, ja, die haben euch schon... Also Nico und Pepper sind auch safe. Sind wir safe, haben wir es gepackt. Ja. Warum fahren wir auf den Blutbus? Nee, Pepper. Okay, dann bleiben wir jetzt. Packen wir hier. Nikon, Crepper, du. Au. Ach Junge, du hast mir gerade Miata eingedrückt. Ihr seid beide. Ihr seid der Verfolgung wirklich hinterhergefahren. Echt? Ja. Ich hatte auf einmal nur den Presi hinter mir, ja. Und dann kam da so ein blauer Bus. Alter. Und so. Ich glaub, du bist frei. Die sind so weit weg. Er hat die Q-Move 5 Millionen gemacht. Das heißt, wir haben einen raus und der Rest hat überlebt. Sehr geil. Ja. Also, ich bin frei. Das haben die niemals gesehen. Das nein, haben sie auch nicht. Oh, eine ist so in die richtige Richtung abgebogen. Schauen wir mal, ob er nicht den Crapper, ich würde da gerne raus, weil du bist Lead. Nee, der wird raus sein. Justin wird da jetzt zwar lang fahren, aber. Aber nee, das war kein Sichtkontakt, das war vorbei. Naja, nee. Er fährt noch nicht mal da rein, also. Dann, was ist das? Eine Person nur, dann sehen wir uns jetzt gleich nach einem kurzen Cut auf der anderen Seite. So, da sind wir jetzt in der Cops-Runde. Wie ihr sehen könnt, haben wir als Racer jetzt einen was ist denn das für ein Evo? Evo 4? Evo 4, glaube ich, ein Vierer. Evo 4, eine Supra MK4, eine Corvette C5? 4? Ja, weiß nicht. Ein RS2 und ein E36. Warum ist der so zerbeult bei mir? Weil der Audi vorarrangiert hat. Achso, okay. Ja, gut. Und wir sind halt hier. Gups. Unser Presi ist der liebe Krepper und der teilt uns jetzt ein. Ja, also ich hätte gerne einen von den Convicts auf der Strandstraße. Mach ich.
Den anderen hätte ich gerne so Berggrundstrecke. Ein Impala bitte in der nördlichen Stadt. Nehme ich. Ich mach's südlich. Jupp, und ich fahre dann Autobahn ein bisschen so Flugplatz, gut. Ganz schnell schauen, dass Schaden anders im Filter aus sind. Wer hat den Timer? Wer hat den Timer? Oh nee. Doch. Da fahren wir einfach los. Ja, dann mach jetzt 25 Minuten. Hab ich. Okay. Und was war ich nochmal südlich? Ja. Nico, du warst Martin nördlicher. Südlich, mach ich. Ja, du warst südlich. Dann war ich nördlicher, scheiße. Wow, ja, nee, die südliche ist geiler. Ja, dann fahr ich nördlich, ja. Okay. Ja, nur wenn es dir nichts ausmacht. Ja, ich bin schon nördlich jetzt. Okay. Perfekt, ciao, Justin. Cool. Ja, sorry, ist das festgesetzt. Ich denke, der kommt wieder. Da mein Sitz am Platz ist. Der Defender ist immer da, ne? Nee, der ist nicht mehr da, der wird gewechselt. Wegen? In RS2. Ah, okay, hier sei er. Wie in der Anmut. Weil, lieber Zuschauer, das kann man ja dann so transparent sein. Vor der Anmod war, wurde noch ganz schnell ein Racer ermahnt. Weiß selber nicht welcher, also sagen würden wir auch nicht sagen. Der RS2 war es. Ja, der jetzt in RS2 fährt, also, wird ihm ermahnt, weil der wollte einen Land Rover mit Offroad reiten. Fahren. So nein. Nicht, mein Junge. Das ist mir halt direkt aufgefallen, weil ich wollte mir vorher auch noch einen finden, alle rauf da. Ja, beim Mini alle halt. Umbringen. Ich glaube, ich gehe mich mal direkt reparieren. Da war nämlich eine markante Kante, die ich noch nicht kannte. Schade, dass sie dich nie umgebracht hat. Das ist doof, ne? Ja. Schade, aber auch. Aber ich fahre hoch. Ja, wobei, da hätte man aufpassen müssen, dass Nico wie so ein Flummi dann weg oder weg fliegt. Ach, ihr könnt mich doch alle machen. Ne, dass er bei seinem Unfall uns alle umlegt. Ach, du kannst mich mal. Du kannst mich mal, ne? Ja. Und so. Wo darf ich denn? Was biegst du von der rechten Spur ab? Nach links. Ach Junge, als ob das so nicht geht. Wollen wir was ausprobieren? Was denn? Dass wir alle auf der falschen Spur fahren, weil wenn die sagen, ja, wir fahren alle auf der richtigen Spur. Ja, okay, wir fahren jetzt alle deutsch. Dann machen wir uns gegenseitig auch nicht kaputt und wir fahren dann alle deutsch. Also nur der Kelly reichen. Also darf ich überall mit gefühlt 300 durchknallen? Ja. Oder okay. Einfach immer innenseitiger Kurve nehmen. Auch nicht gut. Nee, schon deutlich, ja, das, weil da machen wir uns auch gegenseitig so. Nicht kaputt. Wir haben was abgemacht. Hat jemand schon was gefunden? Nö. Noch nicht. Hat jemand schon was gefunden? Gott. Wenn du mir sagst, nach was ich suchen soll, dann gebe ich mein Bestes. Autos. Ja. Autos habe ich schon viele gesehen, wenn ich dir richtig. Achso, ich dachte, Nikos würde. Ah, danke. Aber ich glaube, haben die nicht mal verbrannt? Nee, die haben wir verloren. Ich habe. Wo? Irgendwas gefunden? Ein Evo habe ich gefunden. Den habe ich anscheinend. Wo? Überhaupt nicht. Sorry, Dingens, bei Castleview Road, bei den Fischbäumen. Und ich glaube, ich habe einen Lakehit gemacht, weil der ist voll zurückgespackt, nachdem und ich ja, einen Streifen kam. Ja, ich habe die Corvette hier, die steht. Gut, der hat mir auch 24% Schaden gemacht, aber war halt mir ein Streifschuss. Ich glaube, der fällt mir am. Wir fahren zum kleinen Kreisel. Cool. Ray Gedächtnis. Ja, Ray Gedächtnis von hier gegen. Und fahr deutsch, dann bleib ich Englisch. Ja, die Corvette kommt da, wahrscheinlich Corvette ist egal, bleib dran, wenn du dran bleibst. Die ganze Zeit über Corvette labern. Corvette ist schon scheißegal. Bravo. Ja, schön. Aber mich ist auch raus. Fährt wieder zurück Richtung kleine Kreise. Per welchen komme ich entgegen? Warte, der ist jetzt auf deutsch. Ja, wo fährt er denn jetzt? Auf der deutsch, Richtung kleine Kreise. Aber seid noch gar nicht da, okay. Lass ihn deutsch, vielleicht nee, englisch. Wir fahren jetzt englisch und Nico, du kannst deutsch Gas geben. Richtung Ray Gedächtnis. Wo bist du denn? Wir fahren, ja, da. Hier!
Oh, das war interessant. Aber oh, Junge. Ihr habt ihn bei mir so weggekriegt. Ja, beim ersten auch getroffen und er hat keine Geschwindigkeit verloren. Dann lass ihn mal fahren und dann wird man ihn aussehen. Aber ich hab keinen Schaden bekommen. Gleich. Dann geht's halt wieder Richtung Stadt aufwärts. Nee, wir waren die Bergrunde. Wir streiken links in ein Haus dann rein. Perfekt, die sind bei ihm gar nicht da. Dann geht's bitte, wie auch immer das ist. Komm jetzt hier links rein. Hinten Laden, langsam ran, langsam ran. Haben wir den? Vorne zu. Hinten. Ja, den haben wir. Raus. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, ja. Jetzt darf ich komplett reden. Ja, jetzt das. Flugplatz sagt ihr gleich in welche Richtung. Perfekt, also Casa Viot, Jungs. Ja. Ich sehe sie nicht mehr, weil es jetzt neben sich sieht. In welche Richtung? Wo wart ihr? Südlich, nördlich? Nördlichen Flugplatz. Wart ihr? Und in welche Richtung? Richtung Strand oder? Nee, vom Strand weg. Also Richtung Castle Field. Ja, dann gehe ich Dreieck, da bin ich immer rechts. Ich fahre rechts ab. Wie weit wart ihr denn? Also wir waren da schon in der Dreieckskreuzung. Okay. Und lass ich die mal rechts vorfahren. Und er hat einen Vorsprung. Guten Vorsprung. Also die hat ordentlich Leistung drin. Ja, dann ist sie wahrscheinlich in der Stadt. Ich dachte, wir haben mal ausgemacht, euch zu fahren. Dann wieder auf den Ausgangspunkt, würde ich sagen. Ja, kack Nebel, Mann. Aber richtig Nebel, ihr habt's auch plötzlich. Ja, die vollen Vorteil. Aber wir haben schon eine Person, das reicht. Wir sind dann unentschieden da, weil sie früher festgesetzt haben. Wer was? Ja, komm. So, Racer, wo seid ihr denn? Kommt raus, okay, wollen wir wieder alle Deutsch fahren? Ja. Ja, ich höre die ganze Zeit Deutsch. Gut, weil ich kam mir einer gerade entgegen, deswegen. Ja, wo? Na, ich meine ein Kopf. Ein Kopf, okay. Nur halt das auf der falschen Seite. Nee. Ja. Junge, es ist aber richtig neblig hier. Richtig übel. Ich sehe gar nichts. Bei Taxis im Rennen, aber keine Racer. Alter, ich glaube, ich habe es noch nie so neblig gesehen. Ich war zu echt, ey. Autobahn auf Deutsch. Ja. Schade, das Auto ist ein bisschen neblig. Neblig ist das plötzlich. Ein paar Sandstürme. Ja. Oh, da ist die Vorbereitung, weißt du? Nebel. Augen trainieren. Augen trainieren für den Sandsturm. Oh. Wie so ein Kamel ein bisschen so antrainieren. Bei Kamel damit geboren werden, aber egal. Kamael? Als ob keine Autobahn fährt. Also überhaupt keine Entdeckung am Nebel. Becken, die feiern sich gerade einen ab. Ja? Ich muss mir reparieren. Schade. Ja. Da war auf einmal die Straßenbahn. Ups. Upsi. Oh Junge, es wird immer schlimmer mit dem Nebel gefühlt. Ja, aber jetzt kommt die Sonne raus. Bei mir jedenfalls hier. Ja. Ja, bei mir auch. Dann dürfte der Nebel sich bald verziehen. Ja, er verzieht sich schon. Ja. Das ist schon besser. Hä?
kommt nirgendwo überhaupt jemand. Schon. Spannend. Aber gut, wir sind nur zu fünf, wir sind einer weniger als normal. Ja, gut, ja, aber trotzdem. Na, macht doch, deckt man schon weniger Fläche ab. Also schade, dass wir die Corvette verloren haben, sonst hätten wir zwei Verfolgungen mindestens, aber. Das kann ich ja nicht, alles haben. Wie lange haben wir noch? Gucken, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Bis Overturn? Ja. Wir sollten noch einen kriegen. Na jetzt. Aber wenn erst 10 Minuten rum sind. Kann nicht sein, wo sind denn die? Also ich hab keinen. Ich hab auch keinen Racer an mir dran. War einfach, weil wir die eine Person deutlich früher festgenommen haben. Offiziell haben wir schon gewonnen. Easy. Inoffiziell. Nicht. Offiziell ja. Ja. Ist alles jetzt, was jetzt noch kommt, ein Bonus. Für mehr. Wir wollen alle mehr. Wir sind hungrig. Wir sind süchtig nach Racer. Wir wollen ihr Fleisch. Irgendwie was. Wir wollen ihr Fleisch. Beten Sie uns bei. Oder ihr Motoröl. Ist auch eine gute Idee. Ach jo, wo sind die? Kann nicht sein, ehrlich. Also wir haben einen in der nördlichen Stadt, richtig? Ja. Wir haben einen in der Stadtstraße. Ja, wir haben in die Stadt reingekommen, dann würde ich zurück. Wir haben einen in der Bergrundstrecke. Mhm. Wir haben einen in der südlichen Stadt. Yep. Wo sind die? Beim Flugplatz am Meer. Hab ich nicht. Na, da fahr ich ja noch ein bisschen. Haben wir die Autobahn drin? Hab ich, das ist völlig gut, weil ich das schon ins Auto habe. Okay. Ja, wenn du am Flughafen und an der Autobahn bist, dann schick das mir vom Flughafen schau ich ja noch ein bisschen mit. Weil die Bergwand. Tut man ja so. Ein Teil an der Stadt dran, habe ich auch immer unter. Ein bisschen beaufsichtigt. Hatten wir ein rotes Auto? Ja, die Corvette. Ja, Corvette. Ich glaube, ja, Corvette fährt gerade Autobahn runter. Richtung. Also Norden. In den Norden rauf. Ja, also wir sind so mittlere Strecke gerade Richtung mittleren Kreise. Die hat aber ziemlich viel Speed und hat mich glaube ich noch nicht gesehen. Kannst du sagen, ob sie in die Stadt reinfährt, weil je nachdem ich dann vielleicht. Ja, klar. Weil ich bin gerade das Castle angefahren, sag mal her, zum Reparieren. Ja, und sag mal. Ich werde wahrscheinlich weiter Autobahn, also ich habe ihn ein bisschen verloren, leider jetzt. Dann fährt mal einer zum nördlichen Kreisel hin. Ja, bin ich schon. Ich hoffe, sich möglichst schnell diese Fischblütenallee da. Ich warte einfach am nördlichen. Ja, fahr Richtung der Straße. Kam da irgendwas oder nicht? Ausgang. Hier kam nichts nördlich. Ah, kacke. Wo hast du die verloren? Nicht, dass sie Richtung Villa gefahren ist. Ah, shit. True. Weil dann fahre ich ganz schnell zurück zur Castle-Regierung und schau. Ja, mach's gut. Den Weg an. Kann gut sein. Was anderes fällt mir ja nicht ein, die beim nördlichen Kreis und bei mittleren Weg warten einfach mal kurz. Da ist was Schnelles von Castle in Richtung Villa unterwegs. Ich weiß nicht, ob es einer von uns ist oder. Von Castle View. Von Castle View. Einer von uns? Nee. Dann schau ich mal, dass ich rankomme, aber ich weiß halt nicht, ob es einer von uns ist. Castle View Richtung Villa, ja, dann denke ich, ich komme entgegen. Ich weiß halt nicht, ob es einer von uns ist. Aber nur keiner meldet sich. Wir fahren einfach mal entgegen. Ja. Keiner meldet sich, also. Das ist keiner von uns. Aber es kann halt auch sein, dass es ein Random ist. Bei diesem Bremsschwung, also der dürfte jetzt bald bei der Villa sein.
Part Deutsch. Hatten wir irgendwo einen Hahn? Ja, hier ist der Korvett. Alter. Diese Adleraugen. Wo ist er jetzt? Heilige. Gleich am Ausgang. Komm ich euch da nochmal entgegen? Ich bin jetzt Kreise. Von Teil des Schritten. Ja, Wattmann Kreise. Ja, ich hab Schaden. Fällt jetzt auf Kreise. Da fällt doch der erst 2. Ah, bleib mal das 2 dran. Der erst 2 bleibt mal dran vorne. Ah, perfekt. Seid ihr nicht. Also am erst 2 ist jetzt keiner dran geblieben, oder? Ja. Boah, scheiß Bus. Fährt Autobahn Richtung Süden. Yep. Ja, aufbremsen, aufbremsen. Sehr gut. Lass ihn zurück. Die hat mich geschoben, oder? Hey! Ja, die Corvette ist Justin. Oh, dann kann man sie eigentlich schon wieder fahren lassen. Ja, deswegen hat die auch so viel Power. Ja, wobei ja, ist denn was? Ja, die hatte ich vorhin schon mal unterstand sie einfach. Ich gehe Flugplatz. Ja, bald. Jetzt abfahren. Auf der richtigen, auf der englischen Seite. Wo kommst du denn her? Ja, vorhin, ich hab nur Kirschblüte abgewartet, ob der erst zweiter kommt. Korvette, aha. Nein, der Flugplatz kommt südlich. Da ist gut, da sind Häuser. Schieben wir sie rechts dann in die Häuser. Hey, jo, wohin? Und wollen sie? Ja. Links wäre ein Baumopportunity. Was war das? Nee, ich wollte sie nicht davon fahren lassen. Was macht denn der? Ihr setzt euch links von ihm, dass wir sie vorne dann rechts in den Bauernhof schieben können. Im Bereich. Ja. Weil da haben wir den Vorteil, dass die Kurve uns hilft. Bremst ab. Ab. Hinten ran. Nee, kann man nicht schnell so können. Warum fährt er so? Wow. Wendet. Ja, sorry. Los. Also, lass frei. Nein, ja. Ja, perfekt. Sorry. Nee. Ausbremsen, ja. Perfekt. Lass rechts frei, Achtung. Right. Achtung, langsam. Ah, shit. Fällt wahrscheinlich Richtung Autobahn, oder? Ja, safe. Achtung, lass nach. Ey, Junge! Nein, ich sollte noch mal so weit. Also nicht, komme ich entgegen. Und ja, falls schon, sag mal an, wie weit ihr seid. Okay, weil dann scheint das bei den letzten ist auch auf. Kurz vorm Ab. Wenn er Richtung jetzt Autobahn fährt, Autobahn. Ja, von Autobahn. Nee. Bahn, Autobahn, ja. Richtig drauf. Da gibt's immer diese Keller. Vielleicht mal da versuchen, dagegen zu schieben. Ja, Versuch war sehr schön. Wow. Ich gehe mich mal reparieren, Kassel. Ja. Fährt London Dings. Guck, also, dass er nicht umdreht. Nee. Hab den erst 2. Dann bleib dran. Wenn du es kannst. Ja, ich guck. Das ist halt echt ein Witz. Der Powerbase. Hier kann man links vielleicht nochmal schieben. Achtung, links freilassen, ich komme da durch. Ja, das hilbt nichts in den Atlantischen, weil der Dach reinhauen. Dann rechts in die Mauer, schaffst du das? Ja. Nein. Vorbei, dann schau, dass du dich rechts daneben setzt und in die Brücke da vorne schiebst vielleicht. Oder runterschmeißt, wenn es geht, sonst lass mich. Der A36 ist auch an mittlerer Autobahnkreise. Bin am Nordenden. Dann lass ihn in die Stadt fahren. Ich fahr mal den Kreisel in die andere Richtung und probier einen Glückstreffer, okay? Ja, er fährt ganz außen, ich drücke ihn ganz außen. Warte, vorweg. Ah, nein! Ja, nein. Weil ich der Offroad auch hast. Ja, das ist interessant. Er hat aber ja auch neue Offroad-Regel. Hey, Autobahnhof fand sich hier. Wer hat wieder Autobahn zu mittleren Kreise? Haben wir einen, der keinen Schaden hat, der dranbleiben kann? Ich. Kannst du dranbleiben?
Ja, das finde ich nicht. Ja, ich kann auch noch dranbleiben mit dem Präsi, auch wenn ich diesen Schaden habe, dann müssen 5%. Wenn er Richtung Villa abbiegt, dann setze ich mich zurück, weil ich habe 10%, weil dann bleib ich dran, könnt ihr den RS2 verfolgen, weil das macht so kaum Sinn. Was macht die Karte? Nein, er fährt weiter Autobahn wahrscheinlich. Ja. Kannst du ihn vielleicht in den Lachs verdrücken oder so? Wer war geghostet bei mir? Nee, der hat keinen Kerl. Dann setze ich mich jetzt schon zu. Was ist denn hier? Wir werden wahrscheinlich gleich wieder Autobahn fahren, auf Ehrenlos. Ja, ich probier's trotzdem. Sag mir, wo er abfährt, ob er abfährt oder was so wendet. Er ist jetzt, Platz abfahren. Jetzt schon. Oh, ja. Ja, Autobahn, ja, abfahren. Am hart abgebremst. Seite. Gar nichts. Er hat jetzt Richtung Partnerteam. Ich versuch das an. Fahr! Ich bin englische ja, Seite. Er fährt, fährt links. Nein, er hält an. Ja, sehr schön. Hä? Oh! Scheiße. Hast du auch gesehen, so, nur Offroad werden. Also auch trotzdem sehr schön. Komm mal! Also, jetzt. War keiner von uns. Links. Truck. Nein, jetzt nicht runterfahren lassen, sondern hier oben in die Wand setzen. Ja, er wird natürlich da jetzt machen. Ah. Das ist halt auch so. Hä? Späten an Offroad fahren und. Er hat umgedreht, ja. Nee, er lass mal wieder fahren. Wir müssen nicht so nervig sein wie er. Er hat wieder hoch die Ausfahrt. Ich da ist, dann bombt den jetzt mal ins Geländer. Nee, er weicht aus, außer auf der Spielmap. Aber fährt er eigentlich nicht raus, oder? Ja. Armin. Nein! Was ist das? Okay, wir haben ihn nicht. Vorne ran. Ach so, hinten ran fahren. Hinten, scheißegal, spielen wir gerade. Vorne ran. Wir müssen jetzt das dritte Junge. Treffen. Nee, lass ihn jetzt zurück. Das ist so außer. Ja. Jetzt lass ihn zurück. Aber er fährt ja mutwillig da. Nein. So wie wir ihn schieben. Ja, macht ja nichts absichtlich. Dürfte auch heute hinterher, aber. Na Motto, wir sind halt ehrenhafter als er. Und gewonnen haben wir eh schon. Also alles ohne. Oh, schau mal, wer da wieder oben drin die Scheißausfahrten hochfährt. Wie gesagt, wir haben so ein bisschen Offroad cutten. Nicht Divebomben, aber cutten. Dran bleiben. Oh, diese KI. Zurück, Schaden habe ich. Entweder jage ich in einen Begrenzer oder. Er ist jetzt bei dem Bahnübergang. Wie lange haben wir noch nicht? Ich würde vielleicht doch eher auf den RS2 wechseln. Und wie fährt der weiter, der Körper? Ja, fährt jetzt rechts, also Richtung nördlichen Flugplatz. Ob ich einen Begrenzer jagen kann? Hä? Das Ghosted ist im Pausemenü. Ja. Ja, bevor ich unten rein. Sowas ist lächerlich. Du warst einfach nur rein, lächerlich. Aber ich glaube, das hat keinen Schaden mehr. Ja, wow, wir haben jetzt schon so eine, die Overtime zu Ende. Overtime aber, zu Ende? Ja, fast. Ja, aber es ist doch lächerlich, wenn ich schaue, dass ich hinten reingehe und der ins Pausenmenü geht. Ja, den kriegen wir. Was soll der Dreck? Weil der hat so viel Geschwindigkeit, der schiebt mich. Ja, gut, das hätte ich auch vorgewusst, ich habe mich zurückgesetzt. Und das ist vielleicht. Ganz besser. Kurz, reparieren nach der Overtime? Nein. Sondern? Das wusste ich auch nicht, weil ich bin ja auch. Ja. Ja, dann gehe ich jetzt raus, weil ich habe mich zurückgesetzt und da oben. Ja, alles cool. Ja, weil, ja gut, dann ist. Wusste ich nicht dann alle in Ordnung, dass es sich geghostet hat, so ein bisschen. Ich bin dabei, richtig intens, deswegen. Ja, aber Overtime heißt nicht, dass ich mich immer zum Haus und das hoffe ich. Und deshalb bin ich jetzt raus, aber es ist trotzdem nur in so einer Richtung und dann ins Ball gegeben. Bevor er einen Hit bekommt. Ja. Ja, Justin hat die komplett ins Pausenmühle gegangen. Nee, tut. Echt? Ja, als wir gerade in die Grenze reinhauen wollten. Lass ihn fahren. Ja gut, wir sind jetzt im Haus. Wo seid ihr denn? Wieder hoch, ne? Wir gehen gerade auf die Straße. Wir haben leider nicht auf die Kleidung geschaut. Also. Ich kann nicht. Hätte ich ihn getroffen, wäre auch scheiße gewesen. Jetzt fährt der Pissweg Richtung Ding, Richtung Blitzerzone wieder zurück. Ja, hier sind Driftzonen.
Bahn trifft, sondern jetzt Richtung Strandstraße, ich kann nicht mehr reden. Wieso steht... Ah. Nein! Sekunden was? Noch. Also jetzt müssen wir irgendwas machen. Warte, ich versuche mich davor zu setzen. Ja, same. Einer hinten. Ja, komm. Hey! Der Wasserwasser machen muss von... Na gut, dann würde ich das Ganze nutzen zur Abmod. Warte, ich bin noch am erst 2! Du bist noch. Ja, es ist Overtime. Letzte Aktion! Ja, genau. Ja, ist so lang vorbei. Machen wir die Abmod. Also, schön, dass alle zugeschaut haben, alle, die eingeschaltet haben. Easy, kaputt gesagt, gemacht. In der Beschreibung sind dann auch noch die Sichten von einem anderen, vielleicht nur von Nico, ich weiß nicht, ob das mal oder wer auch immer noch sonst aufnimmt. Nee. Einfach in die Beschreibung schauen. Schön, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt. War ein bisschen unbefriedigend jetzt am Schluss, aber sowas gibt's halt auch. Und na dann würde ich sagen, man sieht sich auf jeden Fall wieder. Und erstmal ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.